So, hier ist noch ein Video. Ich bin jetzt halt bei Sunran, China. Und zwar zeige ich euch hier mal, hier, das ist das ganze Fabrikgelände. So, das ist Tony. So, hier ist das Bürogebäude. Oh, so. Und jetzt zeige ich euch schon mal den Showroom. So. Das hier ist die alte Fabrik. Es gibt noch eine neue Fabrik. Wie gesagt, die produzieren ca. 5 Millionen E-Scooter pro Jahr. Und das ist ja unser Exklusivpartner für zum Beispiel das Modell Robo, was man hier sieht. Da, das haben wir exklusiv. Und hier sehen wir mal den Showroom. Da sind ganz viele Modelle, die teilweise in Europa gar nicht gibt. Zum Beispiel hier so riesige Motorräder. Die haben noch gar keine EC für Deutschland, aber die werden sonst weltweit verkauft. Jetzt hier sieht man den Micomax zum Beispiel. So, hier ist unser Exklusivmodell, der Hawk. Da sehen wir den Elektriko. Hier in China fährt auch die Polizei elektrisch. Die statten zum Beispiel die Polizei aus in China. Die Feuerwehr wird in China ausgestattet. Hier von Sunra. Hier. Sozusagen. Und hier sieht man überall Elektroroller. Und in China gibt es nur Elektroroller in den Städten. Und zwar deswegen, weil die Stadt schon vor vielen Jahren gesagt hat, die normalen Mopeds, die Benziner sind verboten wegen dem Smog. Und deswegen sind die Chinesen auch führend in E-Scootern, weil es da seit mehreren Jahren nur E-Scooter gibt, statt Benzinroller. Und deswegen haben die eigentlich einen Vorsprung langsam, der unaufholbar ist. Und die sind wirklich China, fast alle Elektroroller, die es gibt, kommen aus China. Und selbst die viele Elektroroller, die, wo die Leute sagen, wird in Europa hergestellt, kaufen hier die Teile in Wuxi und schrauben es nur in Europa zusammen. Weil die einfach hier den höchsten Standard haben, das höchste Wissen für E-Scooter. So, das war mein Video von Wuxi, von Sunra, unserem Exklusivpartner. Tschüss! Noch mehr Fotos und Videos, die besten Preise und Preisaktionen findest du auf unserer Homepage elektroroller-futura.de. Wenn du keines unserer neuesten Elektroroller, E-Scooter, E-Bike und Elektrokabinenroller-Videos verpassen willst, abonniere jetzt den Kanal von Elektroroller Futura.